Das spätsommerliche Wetter kann Georgi Donkov momentan nicht genießen. So langsam wird es nämlich eng für den Wackertrainer. Der Saisonstart völlig verpatzt und Donkov selbst weiß, das spricht gegen seine Arbeit an der Seitenlinie. Und so muss er hoffen, dass die Mannschaft heute auch für ihn spielt. Zumindest der Burghauser Anhang scheint noch wohlgesonnen. Immerhin eine Handvoll hat die über 900 Kilometer in den hohen Norden auf sich genommen. Die erste gute Nachricht für den weiß spielenden Wackeraner: 10 Minuten passiert gar nichts. Das scheint allerdings Florian Pflügler nicht spannend genug. Ballverlust in der eigenen Hälfte. Und jetzt geht's schnell. Krause, Kazior und Haider. 13 Minuten sind gespielt und Holstein Kiel geht in Führung. Wacker nach dem Ballverlust von Pflügler unsortiert. Kazior hat alle Zeit der Welt. Und Marc Haider mit seinem dritten Saisontreffer. Es war sicher nicht der schwerste. Vorlagengeber Kazior, selbst vor einigen Jahren in Burghausen tätig, hat mehr Platz als in jedem Training an der Salzach. Der Rest ist Formsache. Wacker läuft jetzt nur noch hinterher. Schröck fällt Krause und so kommen die Kieler zu einer guten Freistoßposition. Kazior versucht. Der Schuss zu zentral. Und Wackers Schlussmann Loewe sieht früh, dass der eine Etage zu hoch ist. Aber weiter geht es jetzt im nordischen Eiltempo. Danneberg vor Bayern drum. Langsam sieht es nach Verzweiflung aus bei den Oberbayern. Maxi Drum bekommt gelb und Kiel die nächste Standard. Nächste Chance also auch für Rafael Kazio. Der Ball ist lange unterwegs. Wetter und Johansen. Keine 25 Minuten gespielt und Wacker ist 0-2 hinten. Eigentlich beginnt die Wiesn erst in knapp 2 Wochen, aber die Burghauser Defensive bewegt sich, als käme sie frisch aus dem Bierzelt. Keiner ist bei Johansen, der trifft den Volley sauber. Da schmeckt die kühle Erfrischung bei Kiels Trainer Carsten Neitzel gleich doppelt gut, auch wenn der auf Hochprozentiges sicherlich verzichtet. Die KSV hat jetzt richtig Spaß. Mal wieder eine Standard und die entspannte Führung macht erfinderisch. Kazior! Immerhin, es gelingt nicht alles. Donkov reagiert, er muss reagieren. T kommt nach einer knappen halben Stunde und bringt gleich mal Schwung ins nicht vorhandene Angriffsspiel. Schnell ausgeführter Einwurf. Cooler Bass. Anschlusstreffer. Ein ganz wichtiges Tor für Burghausen und gleichzeitig im 6. Saisonspiel das allererste Stürmertor. Die Kieler Defensive genießt die letzten Sonnenstrahlen des Spätsommers. Ahmed Kulabas ist aber hellwach und nimmt den Ball super mit. Schönes Tor und plötzlich Burghausen wieder mittendrin. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Georgi Donkov und seine Mannschaft. Aber nur ein ganz, ganz kleiner. Denn beide Teams machen in der Folge weiter, als wäre das 1-2 nie gefallen. Das heißt, Kiel kombiniert in aller Seelenruhe und Burghausen schaut staunend hinterher. In der Mitte ist ganz viel Platz. Und wenn man ihnen so viel Platz lässt, dann nutzen sie den auch. Guter Versuch, Loboe ist stinkesauer. Aber am Ende kann er den Ball gerade noch so über die Latte buxieren. Und weiter geht's im frischen Kombinationsstil der Nordlichter. Hermann, völlig allein gelassen. Und in der Mitte wieder Haider. Fast der Doppelpack für den Angreifer. Loboe liegt schon im falschen Eck. Ganz knapp vorbei. Die Richtung ist also klar. Die Störche wollen ganz nach oben. Und auch die Zukunft scheint gesichert. Der Kieler Nachwuchs versprüht abseits des Rasens mehr Spielfreude als so mancher Akteur der Gastmannschaft. Das ändert sich auch zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht. Kiel einfach gedankenschneller. Kazior auf Haider und wieder Kazior. Klasse Zusammenspiel der beiden Angreifer. Wackers Abwehr fast schon gewohnt passiv. Doch überraschenderweise lässt auch Kiel jetzt nach und Burghausen bekommt etwas Platz. Drum, der Innenverteidiger weit aufgerückt. Aber das ist dann schon arg wenig. Kein Vorwurf aber an den Defensivmann. Für Kreativität sind andere vorgesehen. Und auch die wachen langsam auf. Der eingewechselte Simosis erläuft den Ball da auf dem linken Flügel. Setzt sich richtig gut durch. Aber dann klärt Wahl.
Simos ist erst stark im 1 gegen 1, dann mit dem Auge für Koulibas, aber Wahl steht im Weg. Eine Viertelstunde vor dem Ende, die beste Phase und die beste Chance, Eberlein. Der Abwehrspieler eigentlich mit der Riesenchance, aber irgendwie stehen sie sich heute auch selbst im Weg. Viel Zeit bleibt nicht mehr, Georgi Donkovs Miene dementsprechend finster, auch weil Kiel jetzt die endgültige Entscheidung sucht. So zielstrebig wie im ersten Durchgang ist es nicht mehr, aber sie setzen nach. Katsio hat viel Platz. Aber so langsam geht den Gastgebern die Puste aus. Der Versuch, halb Schuss, halb Flanke, mehr ist es nicht. Burghausen nur einen Treffer in Rückstand, aber viel gelingen will einfach nicht. Gruseliger Fehlpass und dann richtig, richtig rüde. Fabian Wetter wird Opfer des bayerischen Ärgers, der eigentlich nur dem eigenen Spiel gelten sollte. Rudelbildung im Anschluss inklusive. Die Kieler fordern vehement die rote Karte und die wäre angesichts der Zeitlupe durchaus angemessen. Der Ball ist lange weg. T hat Glück. Schiri Glasmacher zeigt ihm nur gelb. Burghausen bleibt vollzählig und weiter nah dran an einem Punktgewinn. Nachspielzeit. Und jetzt wird's kurios. Kiel kriegt die Kugel nicht raus. Wacker kriegt sie auch nicht ins Tor. Der Ball mutiert zur Flipperkugel. Aber Burghausen-Fan wird er nicht. Immerhin, es gibt nochmal Ecke und jetzt ist auch Stefan Loboe mit vorne. Alles oder nichts. T kriegt die zweite Chance. Keiner kommt richtig an den Ball. Und irgendwie landet er beim eingewechselten Schied. Das Tor ist leer, das muss es eigentlich sein. Aber Schied verlassen auf dem Weg zur Entscheidung. Kraft und Mut, er wird abgedrängt und dann ist Schluss. Burghausen verliert auch in Kiel. Gründe dafür sind schnell gefunden. Es sind die gleichen wie jede Woche. Ja, weil wir halt immer wieder die gleichen Fehler machen. Deswegen stehen wir unten drin, aber wir sind zuversichtlich. Wir wissen, dass wir Fußball spielen können. Wir haben es heute wieder bewiesen. Wir schlafen einfach immer 20 Minuten, dann kriegen wir immer blöde Tore. Aber wir können gut spielen. Und ich denke, jetzt in Elversberg wird es Zeit, dass wir einfach mal gewinnen. Und dann haben wir 3 Punkte holen und dann geht es aufwärts nochmal. Der Aufwärtstrend wäre definitiv dringend nötig, vor allem für Georgi Donkov. Langsam wird es richtig eng für ihn, doch zumindest bei der Mannschaft hat er noch Kredit. Er ist ein guter Trainer. Das ist nicht unsere Sache. Wir spielen, er stellt uns gut auf. Über das würde ich mich eigentlich nicht äußern. Also er ist ein super Trainer. Und wir halten halt zu ihm. Und dennoch, es wird Gesprächsbedarf geben. Ein Punkt aus 6 Spielen sprechen nicht wirklich für einen super Trainer. Die 50. Niederlage in Wackers Drittligageschichte, aber auch nicht für eine super Mannschaft. 900 Kilometer lang ist die Rückfahrt nach Burghausen. Viel Zeit für eine erste Krisensitzung.